Und wissen Sie, ich sagte 2008, als es den Bankencrash gab, den nächsten geplanten Crash werden Sie auf dem Mars hören. Weil er so groß ist. Dies ist der Ablauf. Problem, Reaktion, Lösung. Solange der Status quo in Ordnung ist, sollte man nichts reparieren, wenn es nicht kaputt ist. Wenn die Leute daherkommen und sagen, wir wollen dies einführen, wir wollen das einführen, werden sie sagen, nein, alles ist in Ordnung, wir brauchen das nicht. Stimmt's? Aber wenn man den Status quo zum Einsturz bringt, was auch immer das sein mag, dann hat man ein Problem. Man hat einen Übergangspunkt, weil der Status quo weg ist. Er ist in Unordnung. Das ist es, was ein Finanzcrash bewirkt. Und dann sagt man, also tut etwas. Was sollen wir tun? Und dann kommen sie mit einer Lösung. Und die Lösung ist die Umwandlung des Finanzsystems in ein digitales Kontrollsystem. Und genau das machen sie die ganze Zeit. Sie erzeugen Probleme. Und dann bieten sie Lösungen für die Probleme an, die sie selbst geschaffen haben. Das passiert ständig.